Okay, irgendeine Firma. Trisel. Schlange, pass auf, Schlange, Schlange. Ich hab Schlange gehört. Da ist sie. Die droppen wir mal ein Ei in die Schlange. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn du das Ei. Ess das mal, du hast. Ja, da kriegst du, Heilung. Leben. Ach, Heilung. Geil. Das ist gut. Das ist echt ja. Voll. Ja, genau. Geil. Dann lass uns mal kurz hier alles durchsuchen, oder? Ja. F untersuchen. Oh, da ist ein Topf an das Bett gelehnt. Ein Tropf an das Bett gelehnt. Dieses Zelt wurde für medizinische Zwecken benutzt. Oh, das hat sie jetzt alleine rausgefunden, oder? Dokument lesen. Typ 3. Plasas. Feldversuch. Weiter. In dem Feldversuch, Typ 3. Plasas. Eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen zu erzielen. Okay. Ich überflieg das kurz. Okay, die haben die Probanden zahlmäßig begrenzt. Die Veränderungen am Wirt waren nicht immer zweckdienlich. Hier ist Schrotmoni für dich. Also es geht auf jeden Fall um eine Versuchsreihe. Oh, wie viel? Hast du mir schon gegeben? Nee. Niki liegt hier hinten. Okay. Feldversuch. Gut. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3. Es riecht nach Antiseptikum, was geht hier vor? Okay. Wo ist also eben also ein Vieh durchs Bild hier rannt, eben hier. Ich hab. Hier, da kommt eine Schlange. Ey, weg so. Böse Schlange. Sitz. Da sieht so aus, als wenn wir was machen müssen, oder? Kann man irgendwas angucken? Nee. Also bis jetzt konnte ich noch nicht angucken. Okay. Hier liegt wieder ein Ei. Looks like we've arrived at the oil field. Yeah, and Irving's not getting away this time. Okay, das ist eine richtige Fabrik. Ist er abgefahren? Brennende Reifenstapel. Bisschen wie zu Hause. Mehr? Lass mal aufmachen, Jutta. Lass mal. Da ist er. Ah, da ist Urban, ja. Den müssen wir uns holen. Das ist ja der, deswegen sind wir ja hier. Das ist der Böse. Einer. Ein Antagonist. Als ob man hier hätte durchstelzen können. Das weiß ich nicht. Okay. Hast du die Granate geworfen oder war das der Typ? War der Typ? Weiß ich. Hier so ein Schaufelwurf oder? So ein Maulwurf oder was? Ich war an der Seite verriegelt, hier komme ich nicht durch. Wir müssen hier bestimmt irgendwas machen mit der Dings. Pass auf. Wir müssen bestimmt irgendwas. Hier geht die Treppe nicht. Ach.
Mit Treppe meinst du Leiter, oder? Ja, Leiter. Na gut, hier kommst du nicht durch mit den Flammen, ne? Wir müssen die Flammen mal ausschalten. Guck mal, da oben, das blinkt irgendwie grün, siehst du das? Okay. Ah, da kommen wir ein paar Günther raus, aber nicht schlimm. So ein Wechsel. Da zündet sich noch schön einen an hier. Ich laufe ein bisschen ziellos hier rum. Okay. Die Musik hat aufgehört, das heißt keine Gegner mehr in der Nähe. Wo die schaltet und waltet da mal ganz kurz. Keine Ahnung. Ah, alles klar. Da ist eine Mine, pass auf. Oh, genau. Da ist eine Mine, da liegt eine Mine neben dir. Also so ein Kettensägen-Typ, dafür brauchst du bestimmt die Mine. Ja, ich kann's aber nicht aufnehmen. Ich komm runter. Geronimo! Das erinnert mich ein bisschen laber an Tomb Raider, den letzten Teil. Nein! Fuck! Ach, ich habe gerade eben andere Waffe rausgezogen. Ich wollte den Stun mit der Dings, aber es hat nicht geklappt. Fuck. Fuckety fuck. So, weiter geht's im Text. Probieren wir's nochmal. Ah, oh, wieder die ganzen Dings. Ach, zum Kotzen. So, komm, überspringen haben wir schon gesehen. Nicht so interessant. Okay, hemmen wir uns mal durch hier. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin bei solchen Situationen, ist klar, das ist ein bisschen schwieriger zu reden und hier gleichzeitig zu konzentrieren. Aber ich gebe mein Bestes. Ich muss mal nebenbei noch ein bisschen Zeug einzusammeln. Dreh mal hier am Rad. Moin, moin, sagt Sascha Banana. Moin, moin. Moin. Das ist sehr geil. Eins habe ich. Boah, Brandgranaten sind voll.
ist schon tot. Ich versuche jetzt immer mit so einem Tag-Down auszunocken. Also wenn sie am Boden liegen, dann schieße ich nicht nochmal drauf. Dann gehe ich versuche immer hinzugehen. Oh, aua. Und wo? Oben links. Ist er runtergefallen? Ja. Ich wollte ihn gerade oben ausnocken. Hat ja geklappt. Okay, jetzt müssen wir rüber auf die andere Seite. Das war natürlich der Sprengkünstler von eben. Er wird ein Sand auf jeden Fall. So, was haben wir am Start? Guck mal. Bitte. Ja. No. Wir haben noch Platz für die Mine. Nö. Eine Brandgranate. Und die Mine, aber ich habe keinen Platz. Ja, Mann. Mine, Mine. Ja, Mann. Ja. Ja. Nice. War nicht so einfach, das Vieh. Aber so soll es sein, wahrscheinlich. Weiß nicht, ob wir die Mine Platz haben für die Mine. Also ich habe nicht so viel Platz im Moment. Eingesteckt. Ja, können wir immer noch wegschmeißen, wenn du es nicht brauchst, gell? So, ich hau mal die Magnum voll und dann dreh ich mal im Rad. Das kann ich besonders gut. Schön kurbeln. Okay, was auch immer da passiert ist, es ist passiert. It's happened. Ach, mach mal Rad. Okay. Ich geh da mal hin. Versuch dein Glück, ja. Okay. Ist das vielleicht noch so ein Popcorn? Möglich ist das, ja. Und schon verbunden hier alles. Muss ich da rüberkommen jetzt? Hast du gedreht schon? Dreh mal. Ah, da unten gehen bestimmte Flammen aus, pass auf. Ja, siehst du. Sag ich, da müssen wir durch. Alles klar. Treffen wir uns unten. So, weiter am Text. Wir haben alle Räder gedreht. Ist natürlich nicht so schwer gewesen jetzt. Oha. Ja geil, da ist noch einer.